Wo ist denn der letzte? Das hier hinten, was ist das? Ach, da. Wir haben es verfehlt. Nee, nochmal, hä? Zweimal verfehlt? Das war Buggy wegen dem Stein. Denke ich. So, können wir das jetzt aber mitnehmen? Den Wegpunkt? Den Teleporter? Is this an answer from this world? Das sieht aus wie so ein Herausforderungsding, ist aber ein Teleportationspunkt. Hier war doch gerade eben ein Stern. Oh nein. Oh, weißt du was? So wichtig bist du gar nicht. Wir lassen den da stehen. Den können wir auch einen anderen mal holen, wenn wir ihn brauchen. Wenn wir ihn brauchen, ne? So. Ich meine, die Zeit ist begrenzt. Man kann halt nicht alles machen. Man sollte immer nur das machen, was man gerade tun muss. Ja, Ziele setzen. Entschuldigung, tut mir aufrichtig leid. People must make offerings here all the time. Guess all we can do is look around the area for any leftovers. Maybe that'll give us some ideas. Do you think maybe it's at all possible that the Adepti might like to try some sticky honey roast? Oh. Da ist was eingefroren. Einen Moment. Das ist eine Truhe. Kann man den auch mitnehmen? Oh. Leute, Leute. Mein Gott. Oh, verfehlt.
probably cooked here before. Do you think they were making an offering? Looks like they didn't use all the ingredients. Let's see here. We got some snapdragon, some lotus heads, some tofu. Whatever they were cooking, it sounds complicated. Hey, look over there. They left some notes too. Yup, it's a doozy. Paimon's not surprised they had to write it all down. It's a lot to remember. We should read it carefully. Gut, dass schon mal die Materialien daneben liegen. Wir brauchen erst Feuer. What would you call a dish that's made from snapdragon, lotus heads and tofu? Juwelensuppe. Verteidigungsfood. Ah, das ist dasselbe wie davor, also wie das hier, wie der Toast. Nur, dass wir hier diese ganz teure Zutat verwenden. Gefällt mir nicht. Wir sollen jetzt einen herstellen, ne, für den. Machen wir mal einen perfekten. So, Juwelensuppe. Okay, wir brauchen zuerst alle drei Zutaten. Das machen wir auch kurz. Ah, Mist, sie wollte ins Wasser springen, wir haben es abgebrochen. Du kommst mit. Ins Inventar. So. Kochspuren untersuchen. What a messy chef. Seems there's meat in this pot, but Paimon can't tell which kind. Do you think whoever cooked this made it as an offering to the Adepti? Paimon can't quite imagine an offering made of flour and meat. Huh? Our messy chef dropped a piece of paper on the floor. Ew, and there's a huge footprint on it too. But footprint aside, maybe it has something to do with this mystery dish. Okay. Bet you can't keep up with me. Ruinenschatz. Ach komm, Ende. An alle, die diese Stelle betrachten, sucht zuerst die Stelle. Ach, das gehört gar nicht zur Quest. It's very clean here. Whoever cooked here last obviously likes to keep things neat and tidy. Paimon bets they were making an offering to the Adepti. Looks like we got us some matsutake and some raw meat. And what do you know? The recipe is right here. This chef was a super organized person. Okay. Das haben wir. Die beiden anderen nicht. Wie heißt das? Matsutake
Gefüllte Fleischröllchen und Mora-Medaillon. Harte Quest, muss ich sagen. Also Matsutake gefüllte Fleischröllchen und Mora-Medaillon. Wir schauen mal. Matsutake, das haben wir hier. Matsutake, wo ist denn das? So. Einen davon. Zack. Und das andere war Juwelen. Keine Ahnung, ey. Juwelenschrott. Juwelensuppe. Das haben wir doch schon mal hergestellt. Hab ich gerade was verwechselt? Ich will den Schrott jetzt nicht herstellen. Das haben wir doch schon abgeliefert. Mora-Medaillon, genau. Das sieht schon interessant aus. Das sieht echt geil aus, muss ich sogar sagen. Einfach Brot mit einer Fleischfüllung drin. Ganz klassisches Essen. Ja. Lecker. Da wird man auf jeden Fall stark wiederbelebt, wenn man sowas riecht. Oder sieht. Das ist halt das beste Fastfood, das ich mir vorstellen kann. Das Design jetzt. Ne? Oder gibt es hier Leute, die meinten, also die meinen, sie fänden Pommes oder sowas besser? Ja. Fände ich schon, also ich, ja. Ich würde es respektieren, ja. Esst halt lieber eure Pommes. So. Da ist was aufgegangen. So, müssen wir in den Dungeon. Besuch der Adeptenresidenz. Wow. Truppenstufe 30. Dies ist die Behausung der Fürstin der stehenden Wolken. Bist du dir sicher, dass du eintreten willst? Nein. Jetzt, wo ich das lese. Gut, triff die Fürstin der stehenden Wolken und des stillen Windes. One senses the presence of a sigil of permission. One knows not why you have come, though the sincerity of your offering is clear. Hence, you shall be granted an opportunity. Find your way through mine abode, and you shall receive an audience with the Adeptus whom you seek. Okay. Uh-oh. Here. Steady as stone, as a dutiful maid would. Lol. Oh, das tut mir voll leid. Also wir waren ja eh dabei, den zu plätten. Aber, ja. Naja. Dann war es halt so. Dann war es das halt so. So. Oh. Hallo? Wer hat euch denn hier reingelassen? Willst du hinterher? Nee. Cool, der wurde von dem Explosionsding platt gemacht, kann das sein? Ah, wir hätten da eigentlich einfach durch können.
Warum haben wir das getan? Okay, das macht Sinn. Plus, wir haben noch das hier.